24. 12 oder 24? Ja, ja, sehr gerne. Viel Spaß. Danke dir. Dann sieht sich dann. Ja. Thomas. Hi. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Hallo. Ja, ja, moin, ne? Jo. Ja, hier steht sie, die Elite, der Mike. Grüß dich. Hallo. Und natürlich der Wanderweltmeister Yannick. Grüße dich. Hallo. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall das Ding heute schaffen. Oder meinst du, das sagst du dazu? Also, wenn ich ins Ziel komme, dann habe ich, glaube ich, gute Chancen. Ja. Tim ist auch dabei, wie ihr seht. Also, Leute, bleibt dran. Noch interessant. Bis später. Los geht's! So, Kilometer 4,5. Jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Zeit, was zu erzählen. Ist doch ziemlich, knubbelt sich das ein bisschen. Ja, wie ihr gesehen habt, um 10 Uhr hat der Start begonnen. Und jetzt geht es auf ja, viele Runden hier in den Landschaftspark. Also eine Runde hat ungefähr 8 Kilometer und das wird sich dann halt immer wiederholen. Ist natürlich die Frage, ja, ob das nicht nachher zu langweilig wird. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, mit Tim war ich eben unterwegs, aber der Tim ist ein bisschen schneller als ich. Der ist jetzt vorne weg. Ja, wie ihr gesehen habt, ganz viele bekannte Gesichter, die heute mitmachen. Ja, Sonne kommt raus, Wetter scheint gut zu werden. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Schaut, wie viele Kilometer ich schaffe. Ich bin selbst gespannt. Bis später. Ja. So, die erste Runde ist vorbei. Also die ersten 8 Kilometer. In einer Zeit von ungefähr 1 Stunde und 13. Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,2. Aber dieses Tempo werde ich auf Dauer wahrscheinlich nicht halten können. Ja, an jedem Zieleinlauf quasi gibt es ein VP. Da kann man eine Pause machen und sowas. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Wir machen jetzt schön weiter auf Runde 2 und die nächsten 8 Kilometer. Sind wir bei Runde 3, haben jetzt ungefähr ja, so 16,5 Kilometer, läuft bis jetzt alles gut, ist noch trocken der Himmel, ja, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder. Noch ein Powerriegel. Wie geht's für Tim? Alles gut bisher, ne? Gutes Wetter. Ja.
Leicht schwül, aber geht, ne? Ja, passt bis jetzt, ne? Kleines Päuschen, dann geht's weiter. Ja, das ist ganz interessant gerade. Das sind diese, ja, diese Barrieren. Da wird die Zeit genommen. Also auf der Seite vom Live-Ticker kann man immer sehen, auf welchem Platz man ist. Das hat ja auch so eine Art Challenger-Charakter. Da kann man immer genau sehen, auf welchem Platz man ist. Also ich war eben auf Platz 50, jetzt eben auf Platz 80. Das schwankt immer so ein bisschen. Ich glaube insgesamt, wie gesagt, sind es ungefähr 300 Teilnehmer. Ja, und an dieser Startnummer hinten, die ich habe, da ist halt so ein Chip. Und da wird halt immer, wenn man halt diese Barriere überquert, die Zeit genommen. Also dann kriegt er ein Signal und dann weiß man genau, der Ross hat so und so viele Kilometer und sowas. Also finde ich sehr gut. Macht auf jeden Fall so Spaß, das ganze Zeit im Kreis herumzugehen. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Aber bis jetzt geht's einigermaßen, dann würde ich sagen, bis später. So, jetzt haben wir gleich Kilometer 40 und dann machen wir eine etwas längere Pause am Start- und Zielbereich. Bis später. Grüß dich. Thomas, wie läuft's? Gut soweit. Ich mache erstmal eine Pause nach 40 Kilometern, was trinken und so. Und ja, den Tim habe ich gerade auch schon gesehen, der ist schon ein paar Meterchen vor dir. Ja, ich glaube, der wollte auf mich warten nach vorne. Ja, genau. Alles klar, wir werden uns sehen. Schön, dass alles du da klar. bist. Bis dann, ne? Bis später, ne? Ciao. So, Runde 6 beginnt. Wir haben jetzt am VP gerade nach 40 Kilometern eine Pause gemacht. Gut gestärkt, viel Cola getrunken. Und das hat also richtig gut getan. Energie ist wieder da. Es kann auf jeden Fall weitergehen. Ja, dann nochmal danke an, ich glaube, er hieß Christian. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sorry, wenn ich den Namen falsch nenne. Der hat mir nochmal, ein Zuschauer von mir, ein Abonnent, der hat mir nochmal gesagt, toll meine Videos sind und sowas und ja, sowas motiviert natürlich unheimlich gut und finde ich richtig klasse sowas. Also vielen Dank für die netten Worte mit dir, hat gut getan. Ja, jetzt geht's weiter auf der bekannten Strecke hier, 8 Kilometer durch den Landschaftspark Nord in Duisburg. Mittlerweile kommt auch die Sonne raus, dann würde ich sagen, weiter geht's. So, Kilometer 52 geht stramm weiter. Durchschnittsgeschwindigkeit bei ungefähr 6,0. Also nur die reine Laufzeit. Ja, was ich noch sagen wollte, hier gibt es doch einige Erhebungen und Steigungen. Das mag man gar nicht hier so glauben. Also Höhenmeter gibt es auch einige. Und wenn man die Runde, ja weiß ich nicht, 10, 15 Mal läuft, dann kommt man doch schon auf ein paar hundert Höhenmeter. Also wie gesagt, das sind 4, 5 Steigungen. Und die sind nicht ohne. Also richtig abwechslungsreich, aber trotzdem, das immer im Kreis laufen, ist nicht jedermanns Sache.
Hier ist der Malaxius. Grüße dich. Hallo. Hi. Grüß dich. Und den Fahrer ist extra hingekommen? Ja, extra hingekommen. Echt? Um euch zu besuchen. Ja, super. Euch zu supporten. Das ist richtig klasse von dir. Ja. Hier ist richtig was los heute. Auf jeden Fall. Ey. Wir haben jetzt Kilometer. Ich muss überlegen, meine Uhr spinnt ein bisschen. 56, genau. Ja. So, kurz vor 10 Uhr, quasi Halbzeit. Jetzt geht's durch die Nacht mit einem schönen Mond, aber den sieht man leider auf der Kamera überhaupt nicht so gut. Dafür die Leuchte umso mehr, die mich mal wieder blendet. Also irgendwie muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Ja, die 12 Stunden gegangen sind, die sind jetzt fertig. Und ja, die 24 Stunden laufen, ja, die laufen jetzt weiter. Und dann würde ich sagen, bis später. Ja, so langsam wird es richtig hart, muss ich sagen. Ups. Genau in die Pfütze getreten. Nochmal. Super. Ja, ist auch richtig hart, wie gesagt. Tun die Knochen weh. Rechte Knie macht Macken. Außerdem, wie gesagt, zwei Blasen an den Füßen. Also man merkt schon, so langsam, der Verfall setzt langsam ein. Wir haben jetzt ja, die Uhrzeit kann ich jetzt gar nicht sagen. Meine Uhr ist leer und das Kabel, was ich damit aufladen wollte, ist kaputt. Im Handy haben wir jetzt ungefähr, ich glaube, 12:30. Und der Kilometer habe ich eben auf diesen Ticker geguckt, müssten ungefähr 78 sein, glaube ich. Also die 80 haben wir gleich geknackt. Das ist schon mal sehr schön. Und dann würde ich sagen, bis später. 24, 25. So, bevor die Kamera ganz kaputt ist, wollte ich noch was erzählen. Und zwar, ich würde gerne, wie gesagt, den Rekord von 100 Kilometer knacken. Dann hätte ich den Megamarsch Köln übertrumpft von letzten Jahr. Haben jetzt 84 Kilometer. Aber ich habe einige Probleme. Nicht nur, ja, die Kamera hat ein Problem mit dem Akku. Der wird irgendwie nicht angezeigt, der ist irgendwie direkt leer, keine Ahnung, was da los ist. Ja, und dann halt, wie gesagt, körperlich. Ist auch sehr schwierig. Aber wie gesagt, ich versuche noch was zu gehen. Ich werde ja total damit abzubrechen. Ich halte das auf dem Laufenden. Immer wieder fragt man sich, warum tut man sich das an? Ja, das ist schon eine Quälerei, muss ich sagen. Also, das ist nicht ganz einfach. Wie gesagt, ziemlich brutal und zermürbend. Ah, da vorne unser Zug. Wenn man ihn sieht. Ein kleines Highlight. Ja, wie gesagt, sonst ist die Strecke. Die Motivation fehlt so ein bisschen. Das ist doch ziemlich schwierig auf jeden Fall, sich so mit motivieren und so. Naja, ich habe auf jeden Fall eine längere Pause gemacht eben. Und jetzt geht es weiter. Haben jetzt ungefähr Kilometer
91. So, und dann geht's weiter. So, Kilometer 98. Ja, ich verlasse mal kurz die Strecke hier und gehe zum Auto. Ja, ich muss mir auf jeden Fall was ausruhen. Tun die Knochen weh, wie gesagt, Knie, Schmerz. Und ja, auch der Wolf hat sich gemeldet. Ja, ich mache dann eine längere Pause. Und ja, dann melde ich mich dann nachher wieder, wenn es auf die Strecke geht. Und ja, dann bis gleich. So, willkommen zurück auf die letzten. Ja, hat's gepiepst. 5 Kilometer ungefähr. Doch, ist ziemlich kühl. Aber ich habe jetzt noch ein T-Shirt angezogen. Ich habe mich gut ausgeruht. Ja, so richtig schlafen konnte ich leider nicht. Ein bisschen rumgedöst, aber hat eigentlich ganz gut getan. Und ja, da würde ich sagen, bis später. Ja, somit melde ich mich hier aus dem Off. Leider sind die Tonaufnahmen, die ihr hier seht, die Sequenz hier, die ist so dermaßen verrauscht und die kann man leider nicht verwenden. Darum spreche ich hier die, ja, die Sequenzen nach ungefähr. Ja, ich freue mich, dass ich den Rekord von 95,6 Kilometer überboten habe. Den habe ich ja beim Megamarsch Köln ist jetzt ja aufgestellt. Ich habe also jetzt über 100 Kilometer erwandert. Das freut mich sehr. Dann stelle ich noch den neuen Laufrucksack vor. Der hat seine Bewährungsprobe sehr gut überstanden. Da passt zwar nicht viel rein, aber für den Marsch hat das ausreichend hingehauen. Es gibt ja die Garderobe, da kann man ja vorher seine Sachen unterstellen, also zusätzliche Sachen. Da kann man auch immer wieder hingehen und die Sachen tauschen oder irgendwas abholen. Also das hat alles sehr wundervoll geklappt, also richtig top, muss man sagen. Und ja, jetzt geht's weiter. Und ja, wen treffen wir jetzt da? Den Tim. Hi, grüße dich. Und Thomas. Ja, ich sage, wie es ist, schon platt, ne? Also ja. Endspruch jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte unsere 103, 104. Ja, ja genau, ich auch. Das reicht mir, bin ja. Zufrieden. Also ich muss sagen, die Pause gerade, die ich gemacht habe, die hat echt gut getan. Okay. Also ich fühle mich jetzt wie ein neuer Gott irgendwie. Okay. Ein junger Gott. Keine Ahnung, woran das liegt, aber. Nee, ich mache auch noch die Runde zu Ende, dann ist Feierabend, das reicht auch. Macht es auch keinen Sinn, eine neue anzufangen. Nee. Eine halbe Stunde noch. Du bist dann mitten auf der Strecke irgendwo. Ja. Also ich finde noch 104 Kilometer. Das reicht auch. Ja, sofort. Hast du auch überboten, ja. Ne? Ich auch. Also wunderbar eigentlich. Ne? Das wollte ich ja auch. Da wollte ich ja, hin. Da wollte ich auch hin, genau. Auch wenn nur knapp drüber ist, aber. Ja, aber. Ja,
damit hast du die 150 Volt. Ja. Noch so ein kleines Fleisch von uns. Ah ja. Gut. Super. Das finde ich am Ende und eine Uhr. Super. Vielen Dank. Jawohl. Dankeschön. Sichtpunkt hinten warst du schon? Jawohl, warte. Ja, genau. Alles klar. Super. Ja. Danke dir. Danke dir. Glückwunsch. Super. Danke dir. Und dazu raus. Das war die Wanderweltmeisterschaft vom Mammutmarsch. Also eine richtig tolle Veranstaltung. Hat mir echt gut gefallen. Ja, wir sind immer in Runden. Eine Runde hatte 8 Kilometer hier im Landschaftspark Nord herumgewandert. Wie ihr gesehen habt, Janik Gießen mit 186 Kilometern, der Wanderweltmeister. Also der ist schon eine Nummer für sich auf jeden Fall. Eine richtige Maschine. Ja, die Strecke an sich war ziemlich, sag ich mal, eintönig, langweilig. Da musste man sich auch so ein bisschen motivieren, diese Strecke zu gehen. War nicht einfach, fand ich. Auch die Wegbeschaffenheit mit den vielen Schotter und sowas, nicht einfach. Aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber man hatte halt nie so ein Ziel vor sich. Also mein Ziel war, über die 100 zu kommen, einen neuen Rekord zu machen. Das habe ich ja somit auch geschafft. Ansonsten muss man sagen, dass man immer im Kreis läuft. Das ist dann auf Dauer 24 Stunden doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also bei 12 Stunden könnte ich mir das gut vorstellen. Aber ob ich das nochmal 24 Stunden machen würde, weiß ich nicht. Aber trotzdem eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ich habe mir auch einiges an Bewegchen zugezogen, also an jeder Fuß eine Blase. Dann das rechte Knie hat immer wieder rumgesponnen, besonders beim Abstieg hat es richtig wehgetan. Wolf habe ich mir gelaufen und Knochen und so auch so ein bisschen, alles ein bisschen wehgetan, aber denke ich mal, das ist normal. Ja, diese Pause, die ich gemacht habe im Auto, wo ich den Power-Dösing, sagte der Tim, gemacht habe, also das hat richtig gut getan, muss ich sagen. Danach war ich, also habe ich mich echt gefühlt wie so ein junger Gott, hätte wahrscheinlich die eine oder andere Runde noch machen können. Also das war schon eine gute Sache. Trotz alledem muss man sagen, die Strecke an sich, wie gesagt, ist nicht einfach gewesen. Und Abwechslung fehlte so ein bisschen. Was man aber sagen muss, es gab also richtig viele Steigungen. Das hätte man gar nicht so erwartet hier. Aber ich glaube, so 4-5 Steigungen gab es. Wie viele Höhenmeter das jetzt waren, kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich euch mal hier unten irgendwie mal aufschreiben. Oder in der Beschreibung steht es vielleicht drin. Muss ich mal gucken. Ansonsten war die Veranstaltung also richtig klasse, mal wieder typisch Mammutmarsch. Man wurde immer wieder toll empfangen, wenn man durchs Ziel kam, da wurde gejubelt und sowas. Also das war schon typisch Mammutmarsch halt, also richtig klasse. Auch so, die VPs waren wie gewohnt super. Vielleicht hätte man, hätte mir vielleicht so ein Brötchen mal so gewünscht oder sowas. Aber es gab dann Suppen und Hotdogs, wie ihr gesehen habt. Und Powerriegel, Süßkram, Kuchen und sowas und viel zu trinken. Also das war schon sehr gut gewesen. Ja, was kann ich noch sagen? Wetter war auch am Anfang ziemlich wolkig gewesen. Und dann später, also gestern,
kam ja die Sonne raus. Also es war nicht so heiß und auch nicht so kalt. Jetzt mittlerweile kommt die Sonne raus. Also die Sonne knallt. Wenn wir das gestern den ganzen Tag gehabt hätten, das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Aber so war das alles wunderbar. Ja, was ich noch sagen wollte, es gab immer wieder bei diesem Zieleinlauf, habe ich ja gesagt, da wurde ja gejubelt und so, da wurden auch so Spezialeffekte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gefilmt habe. So der Mammutschrei und mit den Lichtern und sowas auch. Das war auch richtig schön. Auch vom Landschaftspark wurden die ganzen Gebäude immer wieder angestrahlt und sowas. Also richtig klasse. Ja, mit Tim bin ich ja meistens gewandert. Und super Wanderbuddy. Wie hat's dir gefallen? Ja, im Großen und Ganzen. Thomas hat sehr gut zusammengefasst. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ja. Genau, also auch die Kilometer. Genau. Kann man auch sehr zufrieden sein, muss man sagen. Alles gut. Also im Nachhinein, klar, ich hatte mal was von 120 angepeilt, aber wenn da der Körper nicht mitmacht, dann sollte man auch darauf hören. Und ich meine, 104 Kilometer ist auf jeden Fall schon eine super Sache, finde ich. Ja, dann nochmal danke an die ganzen WhatsApp- und Instagram-Nachrichten, die ganzen Motivationen und sowas von verschiedenen Leuten und sowas, also richtig klasse. Das hat natürlich auch mal wieder so eine Motivation gebracht und ja, das war auch immer gut, wenn das in der Nacht war, da konnte man sich ein bisschen ablenken von und sowas. Besonders in der Nacht hatte ich auch so meine richtigen Probleme, wie gesagt, nach diesem kleinen Power-Dösing, da ging das alles wunderbar. Ja, und dann muss ich noch sagen, dass ich ja sehr viele Leute getroffen habe, bekannte Gesichter, YouTuber und auch von Instagram welche und ja, auch Leute, die meinen Kanal kennen und immer wieder gucken, kamen auf mich zu und super Thomas und hier und so, Videos klasse, das hat mich natürlich auch sehr gefreut, ist natürlich auch wieder so ein Motivationsanstoß und sowas ist immer klasse, muss man sagen, also das freut einen natürlich umso mehr. Ja, wie gesagt, die Wanderweltmeisterschaft ist jetzt vorbei. Jetzt geht's erstmal an Regenerieren. Und ja, der nächste Marsch, der kommt schon bald. Und zwar in 2 Wochen ist der Megamarsch Köln. Da bin ich auch mal wieder gespannt, wie das so wird. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Hier nochmal die Urkunde und ja, die Medaille. Also immer wieder super, immer wieder schön. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.